Hey Leute, heute wird es wieder sportlich. Ich möchte euch gerne mal ein bisschen Yoga, ein bisschen Kraftsport, ein bisschen zusammenmischen, alles zeigen. Macht einfach mit, es wird spaßig, es wird gesund sein, wird auch euch helfen, sage ich mal, morgens anzufangen, sage ich mal, frischer oder für abends besser zum Einschlafen. Wir beginnen. Macht euch ready, macht eure Sachen weg, Kette oder sowas, Ringe, und dann geht's sofort los. Okay, let's do it. Einfach mal ein bisschen die Arme nach links und rechts schmeißen, sag ich mal. Sucht einfach einen Flow. Macht euch mal schön locker. Ihr könnt auch hier mit den Beinen hier, ne, nach unten gehen. So halb Knie beugen, sag ich mal. Ihr müsst nicht genau alles nachmachen, was ich mache. Macht ungefähr mit, wie es geht am besten. Aber Hauptsache ist eigentlich, dass wir uns bewegen. Muss nicht alles nachgemacht werden. Richtig gut, oder? Und mal die andere Seite nutzen. Na, ihr seht schon, sehr viel Vielfalt. Lasst euch einfach mal ein bisschen kreativ, sag ich mal, bewegt euch einfach kreativ. Ich finde, das macht auch am meisten Spaß, sag ich mal, Sport zu machen und sich zu bewegen, wenn man einfach diese Übungen macht, was der Körper, sag ich mal, einen Spaß empfindet. Ihr könnt auch ein paar Liegestütze machen. Und Hauptsache, Leute, passt, guckt einfach mal auf eure Atmung. Versucht immer schön einzuatmen, wieder auszuatmen. Das ist sehr wichtig. Weil Luft ist sehr, sehr wichtig für Bewegung. So halten die Muskeln auch länger durch. Boah, es ist warm. Oh, hui. So. Weil Leute, 10 oder 15 Minuten pro Tag sich ein bisschen zu bewegen, das tut keinen weh. Es hilft euch einfach nur und es stresst auch nicht, sage ich mal, weil es sind ja nur 10, 15 Minuten. Deswegen, ich kann es euch empfehlen, immer wieder mal im Tag euch zu bewegen. Was auch egal, was für Bewegungen das sind, wenn euer Körper bewegt, dann macht das auch. Das hilft, es hilft. Wir können auch ein bisschen joggen gehen. Na, das geht auch. Ein paar Kniebeugen könnt ihr machen mit Springen. Das geht auch. Ja, das tut gut, ein bisschen so Kraftsport reinzumischen. Dann mal ein bisschen lockere Übungen rein. Dann habt ihr eine wunderschöne Vielfalt der Bewegungen im Körper. Schulter schön kreisen, die sind auch sehr angespannt von dem Alltag, von der Arbeit oder was auch immer. Ihr könnt auch schön runtergehen, dann dehnt ihr das hier schön. Ja, ihr könnt auch versuchen, Kraftsport mit Dehnen zu mischen. Ich kann meinen Oberkörper anspannen, aber trotzdem kann ich hier dehnen. Auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich könnte jetzt zwei Sachen gleichzeitig verbinden. Ihr könnt auch euer ganzen Oberkörper mal anspannen. Ja, spannt mal an. Halt den Druck und lasst wieder los.
Das wird auch richtig gut. Balance ist auch eine sehr, sehr schöne Sache dabei. Und die das können, können auch runter. Gehen mit einem Bein und wieder hoch. Einfach mal den Körper mal wach dehnen, wach schütteln. Und am besten, Leute, geht dafür raus. Das tut nochmal noch mehr gut den Körper. Es kann auch einfach der Garten sein. Es könnte auch einfach ein Park sein. Weil hier ist auch ein kleiner Park und es stört keinen. Es macht Spaß. Ihr habt frische Luft. Ihr habt noch die Sonne. Ihr habt Frische. Streckt euch mal ganz nach aus. Streckt euch mal richtig, 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 richtig viel. Oh. Mm. Oh, und lass wieder los. Ein paar Kniebeugen reinpacken. Und mal wieder schön schleudern. Für die Wirbelsäule auch sehr wichtig, wenn man einfach mal ein bisschen flexibel mit der Wirbelsäule rumspielt. Nach links, nach rechts, nach links. Man könnte auch so machen. Das geht auch. Und vergesst nicht dabei die Atmung, Leute. Sehr wichtig. Strengt schon an, ne? Ihr habt's gleich, Leute. Ihr habt's gleich. Nochmal schön die Beine noch krauseln, kreiseln, krauseln. Ist auch gut für die Hüfte. Und mal mit dem anderen Bein das machen. Auch sehr wichtig. Immer, sage ich mal, gleichmäßig trainieren. Wir können auch so machen. Wieder kreiseln. Schön die Schultern lockern. Oh. Seid einfach kreativ mit den Übungen. Ihr müsst es nicht genau alles nachmachen. Ne? Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, einen Handstand machen. Hauptsache ist, wenn ihr euch dabei bewegt, das ist wichtig. Nutzt den ganzen Körper. Schaut einfach, was kann der Körper, was kann ich machen anders? Wie kann ich mich bewegen? Was geht überhaupt? Lernt euer Körper kennen. Auch so kleine Schritte machen. Das geht auch. Ihr könnt es auch alles langsamer machen. Das geht auch.
entspannt euch dabei. Fühlt euch nicht gestresst. Versucht, beim Sport Spaß zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das kann ich nicht genug sagen. Ihr müsst Spaß beim Sport haben. Nur so wird das regelmäßig. Wenn ihr Spaß habt, müsst ihr das jeden Tag machen. Wenn ihr keinen Spaß habt, ja, dann macht ihr das nur einmal und dann werdet ihr auch nicht sportlich. Deswegen versucht Spaß dabei zu haben. Oder spielt Fußball, wenn das euch Spaß macht. Das ist ja auch Sport. Macht etwas, was euch Spaß macht. Das ist sehr wichtig, Leute. Und nur so wird man auch, sage ich mal, in der Zukunft auch sportlich bleiben. Bei jeden Tag Sport machen, wenn man keinen Spaß dabei hat, das macht sich doch keiner. Das macht wirklich keiner. Ich würde das auch nicht schaffen. Jeden Tag Sport machen, ohne Spaß dabei zu haben. Okay, Leute, eine Minute noch, dann seid ihr gleich fertig mit der Sportübung. Ich glaube, die Minute ist rum. Macht euch mal richtig locker nochmal. Kommt an, entspannt euch, nehmt was zu trinken. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn das es euch noch nicht gereicht hat, spult es einfach nach hinten, macht es nochmal durch, macht ein paar Runden, dann glaubt mir, es wird eine Veränderung positiv mit euch machen. Ich bin jetzt schon viel glücklicher, sportlicher, ich habe Bock auf den Tag, Leute. Ich hab euch lieb, habt euch auch lieb. Haut rein. Tschüssi.